Hello Foodie Friends, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute ein kurzes kleines Video bzw. ein kleines Rezept. Ich hätte noch Dalgona Coffee. Lockdown, da war das ja groß Hype. Und jetzt kann man das einfach so vorbereiten. Mega geil, weil ich bin gerade voll auf Iced Coffee. Es ist ja noch warm und auch so, gerade als Mama, ist es automatisch schon kalter Kaffee. Warum dann nicht gleich Iced, ne? Deswegen bereiten wir uns das jetzt mal vor. Ich habe das nämlich Ich habe viele Videos dazu gesehen und es sieht einfach so geil creamy aus. Und wie easy das ist, wenn du das einmal in einem großen Batch machst und dann einfach einfrierst. So der Plan. Und dann hast du das immer da. Kannst du es so rausscoopen. I want this. Also, let's go. Und das sind die Zutaten, die wir brauchen. Wir brauchen einmal natürlich Instant Coffee. Das ist wichtig. Instant Kaffee. Das kommt hinein. Ich weiß auch gar nicht, wie viel, aber ich will ja schon ein bisschen Vorrat. Vielleicht so, ich weiß nicht. Halb Cup. Das. Dann muss man genauso viel Zucker reingeben. Dann kommt genauso viel Zucker rein. Ich glaube, das sind so 3 Esslöffel. 4 vielleicht. Schon viel, ne? Aber dann hast du quasi deine Süße drin. Ehrlich gesagt mag ich in letzter Zeit sogar meinen Kaffee ein bisschen gesüßt. Ist nicht so ganz mein Ding gewesen jemals, aber jetzt ist es so. Und dann einfach so viel Wasser drauf. Muss es eigentlich warm sein? Warte mal, ist das warm? Nee. Muss das warm sein? Ich mach den mal warm. Okay, ich glaube, es reicht. Das hat jetzt nicht ganz gekocht, aber es ist so gerade am Anfang. Ich glaube, das reicht so ein bisschen. Und dann einfach nur, bis es so bedeckt ist. Nicht zu viel. Ich lasse es mal so. Und dann einfach mixen. Mehr, ich hab mehr. Boah. Das sieht so geil aus. Turbo, komm. Turbo. Da, oh, das sieht so geil creamy aus. Schaut euch das an. Oh, wie geil sieht das aus. Guck mal. Wie Eischnee. Oh, das sieht so geil cool aus. Und das? Jetzt braucht man nur noch Eiswürfel. Jetzt braucht man nur noch Eiswürfel und Milch. Und ihr habt dann einen Eiskaffee. Aber das wird jetzt eingefroren. Und dann habt ihr das so parat. Und dann kann man das so ausscoopen. Und dann braucht man eigentlich nur noch Milch. Und gar nicht mal mehr Eis. Wie gut sieht das aus, bitte? Ich will das so probieren. Boah. Das ist schon geil so. Das wird jetzt gefroren. Wir sehen uns morgen wieder. So sieht es übrigens immer noch aus. Sieht sehr gut aus. Fest geworden. Und das ist... ja... so Eiscreme fest. Geil. Und I need a coffee. Sowas von. So, Eis. Problem ist, wir haben überhaupt keine Milch da. Wir haben gar keine Milch da. Aber ich nehme, glaube ich, meine Sahne. Und für Eis. Ich mache noch ein bisschen mehr Eis. So ein bisschen Americano. Ach so, doch. Wir haben noch Milch. Ich glaube, mache ich zuerst Milch oder zuerst das? Ich mache erst das. Mach ich mal so rein. Es sieht aus wie Eiscreme. Das ist geil. Ein Float. Ein Floaty. Oh, geil. Könnte sogar noch eins gebrauchen. Und das muss ich noch mehr auflösen. Aber geile Idee. Und dann ist es auch nochmal kalt. Und es ist schon süß. Es ist schon süß, es ist kalt, es ist creamy, es hat die Konsistenz, darum geht's ja. Das ist Iced Coffee und nicht nur Kaffee und Eiswürfel. No. Lecker.